Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Overcooked, eher gesagt zur ersten Folge zusammen mit Gaming Ghost. Hallo Gaming Ghost. Hallo Ivo. Folgendes beruht auf wahren Begebenheiten. Das ist ja interessant. Okay. Kurz nach der Teepause. Endlich! So lange habe ich auf diesen Moment gewartet, was wir alles durchgemacht haben, um diesen Nobelpreis zu gewinnen. Schau es dir an, Kevin, das berühmte Grimorium Gastronomicum. Genau. Grimorium Gastronomicum. Wuff, wuff. Was? Wuff. Das ist nicht gefährlich, stell dich nicht so an. Dieses Buch birgt das Geheimnis zu ewig währender kulinarischer Herrlichkeit. Löse in einer großen Schüssel Zucker in warmem Wasser auf und rühre dann Hefe ein. Lass die Mischung gehen, bis die Hefe eine volle, schaumige Form annimmt. Wuff! Mische Salz und Öl und vermenge es mit dem Mehl. Knete den Teig und bedecke ihn mit einem feuchten Tuch. Und dann lasse ihn aufgehen. Nein, lass. Was sind das für Brotscheiben? Aufgehen! Auferstehen! Hahaha! Nein, nein, nein! So war das nicht gemeint. Unbroten! Die Unbroten! Das sind alles die Unbroten, die da rumlaufen. Ja. Die haben alle Hunger. Ja, müssen gefüttert werden. Ja. All meine besten Köche, die scheinen richtig hungrig zu sein, also los! Okay. Ich bin das Geschenk und Gaming Ghost das Rentier. Okay. Salat nehmen? Einen Salat von da drüben. Okay. Jetzt zu den Fettbrettern. Ah, ja, ich nehme. Rumpf schnelle Brett. Und, halt. Hab schon! Ah! Bin direkt schnell. Erwischt immer nicht so richtig. Ich nehm. Komm, Dick her! Willst du es hinhaben? Dick her! Ja. Bitteschön. Das Ganze kennen wir ja schon aus Plate Up. Das ist so ähnlich wie Plate Up, aber ich finde es ein bisschen schöner, weil die Figuren irgendwie netter aussehen hier. Ja. Schnippel die Tomate. Nee, bisschen jetzt. So. So, und jetzt auf den Teller. Wo sind denn da Teller? Ach, du machst die Teller. Ja. Salat. Hier hast du nochmal Salat, bitteschön. Ja. Okay, wir brauchen Salat, Tomate und Zucker. Du hast mir aber noch eine Tomate gegeben. Die ja, den Salat und Tomate brauchen. Ja. Okay. Gute Arbeit am Messer, na siehst du. Leute, das Ganze kennen wir ja eigentlich schon, weil wir haben ja Plate aber auch schon gespielt. Einige von und davon Plate kennen wir das. Wir kennen das von Plate Up. Hier sehen die ganzen Sachen aber netter aus und wir laufen uns nicht dauernd in die Quere. Ja, weil das war bei Plate Up schwieriger, dass man sich nicht in die Quere läuft und auch diese ganze Putzerei, die hat ziemlich aufgehalten. Aber wer weiß, was hier noch alles passiert. Das ist jetzt wahrscheinlich jetzt erstmal der nette Anfang. Ja, sozusagen. Großartig. Ihr habt bewiesen, dass ihr Talent zum Kochen habt. Ja, gekocht haben wir ja nicht wirklich. Ja. Wir haben einfach nur ein paar Sachen geschnippelt. Ein paar Sachen geschnippelt und in Licht. Ja, und das ist eher so ein Tutorial jetzt am Anfang. Es gibt auch ganz. Ich habe auch gesehen, es gibt ganz viele DLCs für dieses Spiel. Mhm. Aber was sich eher lohnen würde, ist, wenn man sich diesen Season Pass holen würde. Weil da sind alle DLCs drin. Was für DLCs gibt's da? Es gibt zum Beispiel sowas so Karnevalessen. Da gibt es auch Weihnachtsessen. Leute, lasst sofort ein Like da, aktiviert die Glocke und lasst ein Abo da. Dann werden wir nämlich den Weihnachts-DLC uns holen. Weil da können wir Kakao und so machen. Das ist richtig, richtig cool. Und auch eine Weihnachtsgans? Ja, es gibt so viel da. Das ist wahrscheinlich sehr aufwendig und dauert sehr lange. Aber das ist sehr, sehr cool. Ich nehme jetzt mal ein paar angeschneidete Blätter. Dann gibt es zum Beispiel auch noch. Dann ich habe den Salat verloren. Ja, und dann gibt es zum Beispiel auch noch so Campfeuer-DLC. Ja. Also die Zeit piepst. Und? Es ist noch 15 Sekunden.
Salat, nee. Schnell, schnell, schnell. Den schaffe ich noch. Den schaffe ich noch. Ja, mach, mach. Zack, zack. Mach schon. Hier, hier, hier. Ja, da, nehm, ich nehm. Auf den Teller. Nehm. Abgeben, abgeben. Das ist der letzte. Aha. Und vorbei. Und Zeit abgelaufen. So, und jetzt? Was passiert jetzt? Diese Horde ist zu gefräßig. Das stimmt. Ja, sie bin. Wuff, wuff! Nein, spiel nicht den Helden, Kevin. Schnell zurück zum Schloss. Rückzug! Okay. Was geht jetzt ab? Ihr seid vielleicht meine besten Köche, aber ihr müsst noch lernen, wie man mit einem solchen Appetit umgeht. Kevin und ich können die Meute aus dem Schloss heraushalten. Vorerst. Ach, Kevin ist der Hund, oder? Ja. Aber wenn du die Unbruten zum Schloss aus über das Land herfallen, ist ganz zwiebelreich. Das ganze Zwiebelreich. Fahr. Ja. Wuff. Natürlich die königliche Küchenkutsche. Sie hat ja gerade erst ein Upgrade erhalten. Mhm. Wieder mal scheint ihr Köche unser Königreich retten zu müssen. Ja, das machen wir. Probieren. Also nehmt euch mein Fahrzeug, fahrt los, lernt ein paar neue Rezepte um Zwiebels Willen, lernt endlich zusammenzuarbeiten. Das haben wir doch gemacht. Wir haben auch schön zusammengearbeitet. Und er sagt noch schon mal wieder, weil es gab ja auch Overcooked und wir spielen ja den zweiten Teil. So, wo sind wir denn jetzt gelandet? Erstes Level. Das sieht jetzt ein bisschen anders aus. Ah, jetzt haben wir so eine Map von oben, nicht mehr von cool. aus. Ich kann hier rumfahren. Also ich steuere das. Mhm. Okay. Ja, erstes Level. Wir müssen 300 Punkte für 3 Sterne. Schaffen wir das? Ja, ich denke schon. Wir versuchen es. Wir müssen einfach ganz viel abgeben. Da steht 20 für einen. Das ist, man schafft locker. Ja. Könnten wir schon schaffen. Also ich denke, das schaffen wir. Sashimi. Sashimi, lecker. Ah ja. Einmal so Fisch, einmal nur den Fisch schneiden auf dem Teller und abgeben. Und einmal nur diesen Hummer oder was ist es, schneiden und abgeben. Mhm, genau. Das ist richtig leicht. Und los! Da. Da muss ich hin. Komm! Ja. Was mache ich jetzt damit? Wir müssen schneiden. Aber wo? Ach, ja, hier. Schneiden. Ah, okay. Ja. Okay. Und dann auf die Teller drauf. Ja, auf den Teller. Ja. So, wer serviert, machst du das wieder? Ja, aber die wollen gerade was anderes, die Gäste. Die wollen diesen Fisch von hier. Von hier auf der linken Seite. Mhm. Den schneide ich gerade. Da. Ah, jetzt, ja. Ja. Jetzt habe ich den Teller in der Hand. Ja, das ist den Teller wieder los. Einfach abstellen. Weg damit. Hallo X. Teller. Bleib jetzt weg. Da ist er. Ja. Wir müssen uns beeilen. Jetzt habe ich doch wieder so ein Ding genommen. Es tut mir leid. Fisch. Ja, ja. Aber die wollen das doch auch bestimmt. Oh ja, gut. Guck mal nach oben links. Die wollen das jetzt. Ja. Das ist gut, dass wir es haben. Aber auch den normalen Fisch müssen wir machen. Normalen Fisch gibt's hier. Ah, hast du ja auch schon einen gemacht. Ja, habe ich gemacht. 2 Minuten noch. Schnipp, schnipp. Okay. Achtung, der Fisch kommt. Ja. Trinkgeld hat's gegeben, war. Wo? Da hat's gerade Trinkgeld gegeben. Echt? Hast du nicht gesehen? Ja. Nein. Ja. Da, 8 Trinkgeld. Ja. 16 Trinkgeld. So, und jetzt? Ja, okay. Gut, du bist da ja auch schon fleißig am Schneiden und so. Okay. Komm, abgegeben. Nochmal auf den Teller. Abgeben. Wir brauchen wieder die Dinger. Ja. Ich laufe. Ah, jetzt. Ich hab's gleich auf den Teller drauf. Nein. Hilfe, abstellen. Das auf den Teller. So, wie viel soll ich noch schneiden? Ach, jetzt wollen die wieder alle diese anderen Viecher, ne? Wir haben 392. Ah ja, schon längst geschafft. Wir haben es schon längst geschafft. Ja. Dann können wir ganz gemütlich weitermachen hier. Da, guck mal, da sitzen die Leute sogar im Restaurant. Ja. Kann man sich direkt mal ein bisschen umschauen. Hey, was soll das? Lass mich da hin. Ich wollte das da drauflegen. 456, das schaffen wir. Trinkgeld mal 3 haben wir im Moment. Super. Na siehste. So, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja.
Leute, so, hier habe ich noch einen Schwimpi. Und Leute, wenn ihr mehr ist es ja. Und Leute, wenn ihr mehr Folgen sehen wollt von Overcooked 2, lasst gern schon mal ein Like und ein Abo da. So, noch 20, 18, 17, 16, 15, 17, okay? Baldig! Ja. Wir haben es doch schon geschafft. Wir müssen uns gar nicht beeilen. Trotzdem. Aber irgendwie ist man so drin. Man muss sich beeilen, als ob ich wieder den Teller. Ah, wir schaffen keins mehr. Ah. Das war's. Jawohl, Zeit abgelaufen. Ja! Ja, locker haben wir das geschafft. Guck mal. So, Leute. Aber ich würde erstmal sagen, das war's mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da für die nächste Folge. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Ciao.